Florian König blickt auf sein Königreich. Die idyllische Gemeinde Edingen-Neckarhausen im Rhein-Neckar-Kreis. Der 35-Jährige ist dort seit letztem Jahr Bürgermeister aus Leidenschaft und tut das, was ein Bürgermeister eben tun muss. Verträge unterschreiben, telefonieren und Fußball spielen. Und das nicht im Dorfverein. Der Politiker wird für die Nationalmannschaft der Bürgermeister berufen. Es gibt einmal im Jahr, eine Woche sind wir mit anderen Bürgermeistern aus ganz Baden-Württemberg in Radolfzell am Bodensee. Und da hat mich ein älterer Bürgermeister in einem Gespräch angesprochen, auf meine sportliche Fitness, dass ich ja auch für einen Bürgermeister noch relativ jung und relativ agil bin, und hat mir dann erzählt, dass er selbst mal für die fußballspielenden Bürgermeister Nationalmannschaft gespielt hat. Da habe ich relativ schnell für mich entschieden, das würde ich eigentlich gerne ausprobieren. Wann hat man die Möglichkeit, mal noch Nationalspieler zu werden, wenn man über 30 ist? Ein König, ein Wort. Der ehemalige Polizist überzeugt. Seine körperliche Fitness und die erfolgreiche Fußballkarriere in der Jugend genügen den hohen Ansprüchen. Florian König wird Teil des Kaders und darf direkt bei der EM im eigenen Land ran. Die Europameisterschaft der fußballspielenden Bürgermeister findet dieses Jahr in Leipzig statt. Die findet nur alle 4 Jahre statt, und es ist dann schon was ganz Besonderes, wenn die im eigenen Land stattfindet. Praktisch analog zur richtigen Fußball-Europameisterschaft, die ja auch bei uns stattfindet. 500 Bürgermeister aus 16 Nationen nehmen an dem Turnier teil. Mehrere Tage wird Florian König deswegen sein geliebtes Rathaus verlassen müssen. Aber die Mannschaft im Rathaus kommt auch mal ohne ihren Captain klar. Es gibt einen Stellvertreter. Ich habe mehrere stellvertretende Bürgermeister hinter mir in einer gewissen Reihenfolge, mit denen ich auch wirklich dann eng zusammenarbeite. Die kriegen von mir eine schriftliche Übergabe, was in der Zeit, wo ich nicht da bin, erledigt werden soll oder was einfach ansteht. Die Kollegen in Edingen-Neckarhausen halten also die Stellung, während Florian König zum EM-Helden werden kann. Dass seine Fußballleidenschaft auch bezahlt werden muss, nimmt man hier gerne in Kauf. Grundsätzlich finde ich es sehr gut. Erstens mal, Sport ist ein schöner Ausgleich zu unserer Tätigkeit hier. Sitzende Tätigkeit, und außerdem finde ich sehr gut, dass wir repräsentiert werden als Gemeinde, auch außerhalb von Edingen-Neckarhausen, außerhalb vom Rhein-Neckar-Kreis, außerhalb von Baden-Württemberg. Und ja, ich denke, wir sind dann dadurch in aller Munde. Rund 2000 Euro kostet Königs Fußballkarriere die Gemeinde. Geld, das die meisten Steuerzahler in der Gemeinde gerne mitfinanzieren. Das soll man mal nicht so knausern. Ne? Das soll man nicht so knausern. Ich finde es ganz toll. Öffentlichkeitsarbeit, das kommt ja auch zurück. Ja. Und ich finde, die Freude und Vergnügen sollte auch nicht zu kurz kommen. Ja. Wenn es keinen Kaiser mehr im Fußball mit, dann muss es einen König geben, der uns vorantreibt. Mit der großen Fußballkarriere aller Franz Beckenbauer wird es vermutlich nichts mehr. Aber beliebt scheint er auch zu sein, der Fußballkönig.